Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Evil Within mit Paxis. Ich werde mich mal ein bisschen weiter von der Bombe da fernhalten. Ich glaube, hier unten gibt es eh nichts mehr, oder? Ah, cool. Was? Wir können nur eine Schublade aufmachen? Das hat überhaupt keinen Sinn. Warum können wir dann die anderen nicht aufmachen? Wo kommen denn diese ganzen scheiß Kakerlaken her? Oh, vielleicht können wir da rüber noch an den Schrank? Ah, ne, der ist nur zum Verstecken da, okay. Ich glaube, hier ist gar kein Zombie mehr. Ah. Da drüben ist die Frau, alles klar. Oh, scheiße. Ach so, man muss eine bestimmte Zeit lang an der Bombe dran sein. Erst dann explodiert die. So, hier scheint auch nichts mehr zu sein. Haufen leere Flaschen. Wo führt das hin? Ah, dann können wir zumindest unsere Schleimpunkte... Kartenfragment 4. Haben wir überhaupt Kartenfragment 1 und 2 schon gefunden? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ist das eigentlich immer ein Tagebucheintrag von mir? Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Mira Hansen ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Okay. Nice. Aber ich glaube, das sind immer Tagebuch... Einträge von... Schön, dass Haufen Scheiße da rauskommt. Ah ja, geil. Da hab ich richtig Bock drauf hier mit den ganzen Scheißkakerlaken, ey. Naja, aber da können wir jetzt wenigstens unseren Schleim benutzen, um uns zu verbessern. Mein Kopf. Und speichern dürfen wir auch, toll. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, warum hier die Möglichkeit ist zu speichern. Also man könnte ja auch einfach sagen, okay, wir machen hier mal so einen automatischen Speicherplatz. Weil es kostet ja einfach nur Zeit. Hat natürlich den Vorteil, dass man... Stimmt, wir haben noch gar nicht die anderen Türen durchsucht oder generell dieses Haus hier. Aha, ja, kommen wir auch wieder raus. Man hat natürlich die Möglichkeit bei dem eigenständigen... Haben Sie etwas vergessen? Bei dem eigenständigen Speichern hat man natürlich die Möglichkeit, einen anderen Speicherplatz zu wählen. Das ist ganz gut. Vermisst. KCPD Officer Oscar Connolly. Ich glaube, das ist der Typ, der zum Zombie geworden ist. Auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. Ja, das müsste der sein, der ein Zombie war. Serienmutter gehen weiter. Polizei rätselt über Todesursache. Warum gibt es keine Spur vom Mörder? In der Nähe von Elk River wurden weitere Leichen gefunden. Die Anwohner fühlen sich in ihren Häusern gefangen. Bekommt man also auch immer so ein paar Nebengeschichten, ein paar Nebeninfos. Speichern mal auf dem hier. Ist ja bisher nicht viel passiert. Ist denn diese Tür zu oder das Tor? Aha, verschlossen. Sonst könnten wir nämlich zu der Frau. 3100 Punkte. Ich glaube, für 3000 oder für 2000 können wir schon was kaufen. Mal gucken, was wir da nehmen. Lebensanzeige für 2000. Steigert das Maximum der Lebensanzeige. Maximale Sprintdauer. Mit erhöhter Ausdauer kannst du länger sprinten. Plus eine Sekunde. Nahkampfschaden. Spritzenwirkung. Also entweder Lebensenergie oder maximale Sprintdauer, würde ich sagen. Ich denke, ich bin fast für Lebensenergie. Ich bin bisher mit meinem Sprinten eigentlich immer ausgekommen. Deswegen nehme ich mal Lebensenergie. So. Ah, die wird dann auch komplett aufgefüllt, wie es aussieht. Sehr schön. Eigentlich wäre es schlau, nach der Verbesserung erst speichern zu gehen, weil falls wir jetzt sterben, müssten wir dann ja an der Stelle nochmal speichern. Nochmal uns verbessern. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen erst verbessern, dann speichern und jetzt können wir auch wieder raus. Und uns weiter dieses Anwesen, diesen Hof, dieses was auch immer da erkunden. Dann gehe ich jetzt nochmal ins erste Stockwerk hoch und gucken, wo da die Tür hinführt.
Ich habe auch keine Flasche mehr in der Hand, sehe ich gerade. Verflucht. Aber ich glaube, hier oben steht auch noch eine Flasche. So. Vielleicht direkt ins Nebengebäude? Dass sie über den Dachboden verbunden sind? Wer ist da? Verbunden sind? Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Wie hat denn der Typ das bitte geschafft, bis dahin zu kommen? Wir schauen uns logischerweise erstmal hier oben um, bevor wir ihm folgen. Vielleicht liegt ja noch irgendwas rum. Klingt nicht so geil hier. Ich folge dann doch lieber erstmal unserem Jimenez. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken. Während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Ich habe keinen einzigen Schuss Munition. Also soll ich die jetzt ablenken, oder? Ich habe trotzdem keinen einzigen Schuss Munition. Ah, abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Hier, ich habe keinen einzigen Schuss, Kollege. Der wird jetzt eh sterben, ist doch klar. Der kann eine Fackel aufheben. Der stirbt doch auf Garantie. Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Der lenkt die tatsächlich ab? Den sehen wir doch nie wieder. Der Alte geht dabei noch drauf. Natürlich geht er dabei drauf. Kann ich da jetzt hin, oder was? Fuck. Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten runter? Wie ist denn der Typ so schnell runtergekommen? Das klingt doch fast wie der Kettensägenmann, dieses Gestöhne. Jetzt haben wir ja Glück und hier in dem Gebäude ist es noch zombiesicher. Ach so, man kann auch durch Fenster rausschauen, cool. Okay. 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 Hör auf! Ich weiß nicht, wieso. Mit Leertaste schaut man rein, aber man kann nicht mit Leertaste weg. Linke, rechte Maustaste. Escape. Hä? Abbrechen. Ich kann auch ins Inventar rein, aber ich komme hier nicht mehr weg. Krass. Wollen die mich gerade verarschen oder was? Ich komme echt nicht mehr weg hier. Sieht das vielleicht ein bisschen lächerlich aus für euch, aber ich kann mich nur umgucken. Egal, welche Taste ich drücke. Escape. Da passiert das. Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Leertaste. Enter. Pfeiltasten. Steuerung. Shift. Feststell. Tabulator. Alt. Alt GR. Q. E. F. T. R. G. H. Z. U. I. What the fuck? Ist das ein Bug? Rücktaste. Ich drücke jetzt einfach mal alle Zahlen. So. Jetzt alle Buchstaben. Nacheinander. Ich fange oben an. Passiert nichts. Okay. Ich glaube, C hat funktioniert. Probieren es nochmal aus. C.
C ist die Taste, um eine Wache wegzustecken. Interessant, dass man damit nur wegkommt, aber egal. Wir haben es rausgefunden, dass alles, was zählt. Wackeln denn das so sehr? Musste hier reinrennen, sonst wäre ich weggekommen. Scheiße. Scheiße, jetzt bin ich ja wieder hier. Verflucht. Ist denn der so schnell da runtergekommen? Was ist die mit dem Messer? Kann ich eigentlich von hinten eins mit der Flasche überziehen? Okay, die verschwindet zumindest wieder. Das ist ganz cool, dass sie wieder an ihre alten Plätze gehen. Ich überlege gerade, ob ich die andere Richtung einfach mal nehme. Und versuche hier runter zu gehen. Fuck! Wo kommt der denn her? Fuck! Scheiße. Okay, ich darf also überhaupt gar keine lauten Geräusche machen, das wusste ich nicht. Scheiße! Hier geht's runter. Eine Axt? Fuck. Wie ich gerade einfach wieder nur hier durchsteuere und versuche rauszukommen. Scheiße. Scheiße, ich brauche Deckung. Ist es ein Zombie? Ist es ein Zombie mit... Ist es ein Zombie mit Gewehr oder was? So, ich glaube, ich bin erstmal der Meute weg... Der Meute entkommen. Ja, ich wollte doch gerade nehmen. Ach, eine Flasche, ne, brauche ich nicht. Ich nehme lieber die Axt. Okay, wir könnten das Ding hier verbrennen, aber ich wüsste nicht so richtig, wieso. Nehmen wir einfach mal eine Spritze. Das ist eine Polizistin mit einem Messer. So ist da meine Lampe anverflucht. Was? Nur einmal funktioniert die Axt? Wieso das denn? Das werde ich eh nicht schaffen. Ah. Muss das anders angehen. Also das Spiel kann man halt überhaupt nicht offensiv spielen. Also mit der Axt kann man einmal jemanden den Kopf wegknallen. Warum, weiß ich nicht. Also warum sich die Axt verbraucht, wenn ich jemanden den Kopf zum Platzen bekomme, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ist so.
Bin ich also zumindest schon mal hier. Also der Speicherplatz ist schon mal eins weiter davon. Ich weiß trotzdem nicht so richtig, wie ich da durchkommen soll. Ich würde halt gerne erstmal den Typ mit seinem... Was ist denn das für ein Typ, der da so die ganze Zeit rumstöhnt? Ich würde halt gerne erstmal... Hallo, Schwein. Ich würde halt gerne erstmal den Typ mit seinem Gewehr da umbringen. Ich habe auch blöderweise nicht mehr meine Axt. Die hätte ich gut gebrauchen können, um den Typ mit dem Gewehr halt mal eins überzuziehen. Und dann hätte ich vielleicht dieses Gewehr mitnehmen können. Da ist eine Falle. Hier ist eine Truhe. Kiste öffnen. Leertaste halten, öffnen. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Okay. Neuer Gegenstand, Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegner platziert werden. Ich habe aber leider die Qualenarmbrust noch nicht. Bin noch wieder ziemlich verletzt, ich werde mich mal heilen. Ich habe nur noch eine Spritze. Fuck. Ah, ist immer gut über dem Minimal-Dingens da zu sein, also damit ich halt sprinten kann. Wenn ich zu sehr verletzt bin, kann ich nicht mehr sprinten. Sonst liegt hier anscheinend nichts. Muss man halt echt die ganze Zeit schleichen, bei jedem kleinen Kackgeräusch kommen 100 Zombies angerannt. Aber lieber einmal zu viel geschlichen als zu wenig. Ich habe keinen Bock hier mal das Thema zu machen. Oh, da ist ein Zombie. Ich weiß nicht, ob ich den verbrennen will, aber man findet ja eigentlich genügend Streichhölzer, bisher zumindest. Ja, das ist... Oh, fuck. Scheiße, Mann. Das haben jetzt alle gehört, das war's schon wieder. Mann, ey. Das ist ja echt verflucht schwer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich leicht genommen. Warum ist denn der Typ nicht hier? Ich meine, sobald man... Oh, was ist denn das? Krass. Fuck, zu spät. Ach nee, doch nicht. Ich meine, sobald man einmal hier die Zombies angelockt hat, ist es so schwer, da wieder wegzukommen. Okay. Ich glaube, da oben ist jemand. Blöderweise. Ich habe ja Glück und kann mich hier irgendwo verstecken. Ist doch geil, dass ich die Fallen... Geil. Dass ich die Fallen auch gegen die verwenden kann, aber... Schrotflinte. Diese Repartier-Schrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Wie kann ich denn auf Schrotflinte wechseln? Geil, 8 Schuss! So, damit kann ich auf jeden Fall so einen Zombie platt machen. Weil er nicht mal mich gesehen hat. Scheiße.
watching. We can't leave. Okay. Fuck, da ist die Polizistin. Ich bräuchte halt eine Flasche oder so. Ich würde halt logischerweise lieber versuchen, meine Munition zu sparen und hier nicht die 8 Schuss, die ich habe, direkt am Anfang zu verschwenden. Ah, gut, vielleicht kann ich sie damit platt machen. Wenn ich mich einschleiche. Ich kann halt nur hoffen, dass da kein anderer rumfuscht. Okay. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht verbrennen wegen Kopf kaputt und so, aber sicherheitshalber. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Was? Ich muss eine Kettensäge suchen? Ist das der Ernst? Fuck. Aber falls der Kettensägen-Typ da ist, der hier so rumschreit und rumbrüllt, dann muss ich gleich von dem die Kettensäge holen. Vielleicht kann ich ja auch mit meiner Schrotflinte das kaputt schießen. Probieren wir es mal aus. Das war eine ziemliche Munitionverschwendung, aber egal. Ärgerlich. Naja, wir müssen jetzt eh erstmal Schluss machen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö. Wird auf jeden Fall wieder geil, weil ich ja beim letzten Speicherpunkt anfangen muss und der ist, glaube ich, einfach nur in dieses Areal rein. Das heißt, wir müssen dann beim nächsten Mal Schrotflinte wiederholen, etc. Naja, sehen wir dann. Tschö, tschö.